Jo, und da bin ich wieder, zur 151. Mittlerweile etwas angenehmere Temperaturen, muss ich ja wirklich so sagen. Also, ich schmelze nicht mehr so dahin. Was ich heute machen wollte, hier diese Mauer bauen. Das heißt, ich müsste hier mal meinen Lander mal herholen, um zu prüfen, ob der auch genug Landfill hat. Der hat genug Landfill. Dann ist dieser Bahnhof, der das alles liefern muss. Ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Das heißt, ich kann den Länder schon mal runterschicken, weil der braucht ja eine ganze Weile. So. Und mich im Speedy Gonzales Style natürlich auch mit runter. So, und während die so schick laufen, genau, das habe ich abgestellt. Das sollte nicht mehr jetzt laufen. Die Teile muss ich später machen. Also, letzte Session war wirklich, also ich weiß nicht, also so warm habe ich es hier in meinem Kabuff noch nie gehabt. Ohne Mist, das nächste Mal stelle ich mir hier ein Thermometer hin und prüft das mal für euch. Vielleicht die Cam aufs Thermometer. Ansonsten, ja, ist trotzdem das, was in meinem, man kann es ja nicht Fieber waren, aber Schweiß waren, vielleicht eher das Thema, was jetzt ist. Die hier werden ja weiter beliefert mit Munition. Da muss ich dann auch mal gucken, ob ich die hier rüberlaufen lassen kann. Denn hier sind jetzt auch schon ein paar zwischengelagert. Also auch da kommen wir dazu. Aber das ist so ein Nebeneffekt, weil mit den Spider-Trons laufe ich dann hier wieder durch. Durch die Nester, da hatte ich ja letztes Mal hier ziemlich gut frei gemacht. Und auch markiert, wo ich hier eine Mauer hinsetzen möchte. Und das ist eben auch der Punkt, dass ich hier die Mauern dann versetzen möchte, werde, um hier die lilanen und gelben Wissenschaftspakete oder Flächen oder wie auch immer ihr die nennt, hier runter noch zu bringen. Dass die hier anschließend sind, so dass dann wirklich das Komplette weg ist. Und es ist ein großes Gebiet, ich glaube das hier könnte, ja, ist vielleicht ähnlich groß, also ist vielleicht nicht mit Abstand das größte, aber ähnlich groß, wie ich auch das andere hatte. Also von daher wird da heute ein bisschen Thema sein, das zu erweitern. Der Rest läuft eigentlich, auch wenn er noch nicht perfekt läuft, das gebe ich zu. Aber er läuft. Hier zum Beispiel die roten und grünen, die werden gerade überhaupt nicht angefordert. Weil die hier halt auch genug da sind, sind halt die blauen, die jetzt hinterherhängen. Im Zweifel muss ich immer noch ein bisschen gucken, ob hier irgendwo ein Stau entsteht durch irgendwas, aber ich glaube, das ist relativ weniger zu sehen, sage ich mal. Der Rest, ja, macht sich quasi von allein. Wir können hier in Ruhe die Mauer bauen. Wir sind ansonsten überall safe. Und während wir die Mauer bauen, können sich hier die Dinge auch bauen. Wir haben noch 3000 Speed Module 3. Brauchen ja noch eine Weile, bis hier das Blinkern mal aufhört. Von daher gesehen, ja, entspannt. Auch, ich weiß, eine für mich untypische Zeit, mal so am Nachmittag. Aber Tochter ist bei Freundin. Von daher, ja, Haushalt ist gemacht, dann kann man ja auch mal so eine Runde das Zocken machen. Ich freue mich immer noch riesig. Ich weiß gar nicht, ob das
bei der letzten Session so rüberkam, weil ich schon am Anfang im Schwitzen war. Ich freue mich riesig, wie mein Factorio-Lied angekommen ist. Zumindest in der englischen Part, da sieht man wieder mal, wie die Community verteilt ist. Das ist echt verrückt. Ja, also danke, danke, danke dafür. War echt irre und gefällt mir gerne wieder. Sag ich mal so, ne? Ja. Ansonsten wird es spannend hier mit dem Lenfel. Wo haben wir denn hier? Hier haben wir eine Masse Lenfel. Da können wir das eigentlich hier so nehmen. Eigentlich. So, hier rübersetzen. So. Jetzt werden hier natürlich vielleicht die Drohnen auch losfliegen. Nee, Lenfel habe ich nie in der Verteidigung. Sehr schön. Was habe ich nie alles drin? 46 Radare. Okay. Na gut. So, das heißt, ich werde den jetzt weiterschicken, dass er dort schon mal anfangen soll. Dann kann ich auch das Ganze hier weiter verlegen. Ja, und ansonsten, ja, ist verrückt. Die über 5 Jahre, die das hier schon geht. Und ich hoffe noch vor dem 6. Jahr, dass ich die mit GmbHs da abreißen kann. Ne? So. Das können wir schon mal wegmachen, weil ich bin ja genau dabei, das zu lösen hier. Damit es nicht ganz rangeht, weil ich muss den Moment absichern. Das ist mit der kritischste Moment, bevor man hier auf so ein neues Landgebiet stößt. Von daher gesehen muss ich da echt vorsichtig sein. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass ich hier das nicht richtig verschlossen habe, nervt mich das schon wieder. Der Länder, der macht das halt hier ganz gut, ne? Der hat so viel Lenfel drin, dass das einwandfrei passt. So, und jetzt müsste ich eigentlich hier mit die entsprechende Blaupause raussuchen.
Hä? Hangar, Verteidigung. Das müsste es ja sein. Warum hat das dann jetzt nicht drauf gepasst? Egal. So. Jetzt zack, zack. Zack, so. Jetzt müssen die das erstmal bauen, bevor ich hier das weiterziehen kann. Weil die müssen jetzt von hier darüber fliegen. Das ist schon eine kleine Strecke für die. Und dann muss der Zug da auch fahren. Von daher gesehen, lasse ich die jetzt auch mal kurz hier ein bisschen machen. Den Länder lasse ich da aber stehen. Der soll ja dann direkt das zumachen dort. So dass wir dann vielleicht hier rüber schon laufen können. Hier diese Mauer weiterziehen. Ich könnte auch, während ich hier warte, einmal diese ganzen hier hochschicken. Und hier, damit die sich hier auch betanken. Dann könnte ich die vielleicht auch nächste Session dann schon wieder auf Linie schicken. Ich habe ja auch einen Wall-E. Den könnte ich ja auch runterziehen eigentlich. Mache ich das mal. Ich glaube, dann könnte ich hier auch einiges schneller laufen. Wenn ich die schon habe, dann sollte ich die doch auch einsetzen, oder? Frei, ne? Also, ich dachte, die eskalieren jetzt hier, aber scheinbar noch nicht. Finde ich auch interessant. Die brauchen auch noch eine Weile hier. Die Rotte, wie es lang läuft. Also, ist schon irre irgendwo. Theoretisch könnte ich ja noch mehr Spider-Trons machen, ne? Also, Materialien hätte ich, aber die Munition, die kommt nicht hinterher. Das ist momentan so das Problem, was ich habe. In der Richtung, also es gibt ja immer hier irgendwelche Probleme. Von daher gesehen, ja, ihr wisst, wie es ist. Ne? Es gibt immer was zu tun. Thank you.
So. Manchmal ist es auch ein klein wenig warten. Ja. Das ist vollkommen richtig, aber das lässt einen auch Zeit, so die großen Dinge der Map zu überlegen. Oder welche Schritte man als nächstes macht. Weil das hier, glaube ich, die Mauer jetzt zu machen, wäre unlogisch. Ich glaube, wir sollten uns von hier über annähern, so dass wir dann vielleicht dieses Gleis runterziehen oder von hier vielleicht. Dass das hier noch übernommen wird von dem, dass wir hier auch Landfill drüber machen und hier unten dann eine Bahnstation machen. Deswegen will ich hier noch weiter erkunden, dass wir hier auch mit dem Wally die Mauern bauen, so dass es hier schon mal safe ist. Und dann können wir auch hier die bauen und dementsprechend hier absichern und hier mit dem Bahnhof das machen. Das heißt, es würde dann der Bahnhof wegfallen. Hier nach hier unten. Genauso wie gut. Ist hier auch einer? Ja. Der würde ja auch wegfallen, weil die Mauer wegfällt. Genauso wie die und die Mauer dann abgebaut wird. Von daher, ja, hier gibt es ein bisschen was zu tun dann. Also das eine ist immer erst die Landschaft oder den Bereich zu schützen. Dann die alten Mauern abreißen und dann kann man hier mit dem Bauen beginnen. Wenn ich dann hier ein Artilleriegeschütz hinstelle, dann wird es natürlich auch kleiner mal heftig, ne? Also, dann wird hier für Frieden gesucht. So. Dass der immer noch sagt, hier, ich brauche mehr, finde ich auch interessant. Aber da sieht man mal, wie gut ich das eingerichtet habe. Muss mir auch mal auf die Schulter klopfen, also. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem schon mal hier rüberziehe. Einfach aus gefühlten Sicherheitsthemen. Hier eigentlich mit dem Landfill aus. Voll. Okay. Das heißt, theoretisch könnte ich auch hier das Landfill noch erweitern. Aber hey, alles gut. Ich mach das alles hier da rein. Die müssen es nur bauen. So, der ist da, der Wally ist da, das heißt, hier können wir wieder das nehmen. Einmal hier wirklich hier so ansetzen. Zack. Länder auch hier vorziehen, damit das auch alles gebaut wird. Okay, jetzt einmal hier zurück. So, weil der soll sich aufmunitionieren. Und jetzt brauche ich den Wally. Wally, zack, zack. Dass das hier im Zweifel ein bisschen schneller geht.